Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder dein Markus aus Alanya und heute in diesem Video wollen wir auf ein paar Punkte eingehen. Falls ich keine ICA mitbekomme, abgelehnt werde, ich das Land, die Türkei, verlassen muss oder ich einfach mal für ein paar Wochen, ein paar Monate einfach mal nicht in der Türkei bin. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder einschaltest und mir deine Zeit gibst und dir dieses Video anschaust. Du kannst am Ende diesen Videos einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne deine Meinung dazu, was du vielleicht vermissen würdest, wenn du in der Türkei aktuell lebst, vielleicht seit vielen Jahren schon, was du vermissen würdest. Vielleicht gibt es Punkte, die ich jetzt gar nicht aufzähle, die für dich aber extrem wichtig sind. Und wie du erkennen kannst, wir sind im Hintergrund hier an der Metro und wir haben jetzt ca. 19.30 Uhr an einem Sonntag. Und da kommen wir eigentlich schon zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, den ich vermissen würde, wenn ich in Deutschland zum Beispiel jetzt leben würde, auf lange Sicht. Denn das ist mir schon aufgefallen, als ich nur mal zwischenzeitlich für ein paar Tage in Deutschland war, in Hamburg speziell, wo es dann hieß, oh mein Gott, es ist 18.30 Uhr, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit zum Einkaufen. Und das unter der Woche. Geschweige denn, hallo, heute ist Sonntag. Sonntag in Deutschland ist, glaube ich, gar nichts auf. Also wirklich krass, kein Supermarkt, kein Mediamarkt oder Metro oder sonst irgendwas. Ja, das war auch früher schon nicht so und das hat sich anscheinend auch nicht geändert. Das würde ich auf jeden Fall vermissen, diese Öffnungszeiten rund um die Uhr einkaufen gehen zu können. Es heißt ja auch nicht, dass man dann immer einkaufen geht, aber so wie jetzt spontan, wir machen heute eigentlich einen Großeinkauf an einem Sonntag. Wir besorgen uns hier ein paar Sachen und dann gehen wir weiter zu einem Market, dort wo wir dann quasi immer unser Obst, Gemüse etc. holen. Und diese Läden zum Beispiel, das sind privat geführte Läden und die haben meist immer ihre eigenen Öffnungsstunden. Das heißt, es gibt keine Vorgaben, sondern die können auch rund um die Uhr, 24 Stunden theoretisch gesehen, ihren privaten Laden offen haben. Und das machen viele, das ist krass. Boah, im Hintergrund, die Wolke sieht ja krass aus. Boah, krass. Ich drehe gleich mal die Kamera, dann schau sie das mal an. Ey. Boah. Auf jeden Fall, das würde ich vermissen. Sehr, sehr krass. Dann auf jeden Fall ganz klarer Punkt. Natürlich, ihr seht es im Hintergrund, heute leicht bewölkt, trotzdem schön warm, angenehme Temperaturen. Sonnentage. Nicht unbedingt den heißesten Sommer hier in Alanya würde ich vermissen, sondern die Sonnentage allgemein. Und das ist ein richtig schönes Gefühl, meine Freunde, wenn du früh aufstehst, ohne vorher den Wetterbericht geprüft zu haben, was ich in Deutschland immer gemacht habe, wann sind schöne Tage, wann muss ich extra eventuell früher aufstehen, damit ich noch mehr was von den warmen Temperaturen habe. Nein, das mache ich schon lange nicht mehr, weil ich eigentlich zu 99% immer richtig liege, wenn ich auf den Wetterbericht geguckt habe, damals noch, dass Sonne scheint. Also habe ich mir das abgewöhnt. Und ich weiß, ich stehe auf und habe einfach Licht. Es ist hell draußen, wenn ich aufstehe. Es ist nicht dunkel, es ist nicht grau und in der Regel nicht nass und kalt. Und das würde ich auf jeden Fall auch vermissen. Dann auf jeden Fall Geschäftszeiten haben wir angesprochen. Das ist natürlich auch immer ganz cool, wenn du abends aus einer Mall rauskommst oder jetzt von der Metro. Du kommst raus und hast quasi diese warmen Temperaturen am Start. Also das ist richtig cool. Das finde ich richtig klasse. Und zeitgleich natürlich, was dazugehört, ist natürlich auch das Meer und in dem Fall auch der Strand. Als nächsten Punkt ist ja ganz klar, auch wenn ich betonen möchte, dass ich nicht annähernd jeden Tag am Strand bin. Es gab eine Phase und es gibt immer wieder mal Phasen, wo ich ja tagtäglich am Strand bin. Aber aktuell nicht, weil mir persönlich das wirklich ohne Spaß auch einfach mal viel zu heiß ist. Ich bin hier kein Tourist, ich lebe hier und somit ist mein Sonnenstatus aufgefüllt, ja, mein Sonnentank. Und dementsprechend lege ich mich definitiv nicht einfach immer an den Strand. Das würde ich aber trotzdem vermissen, am Strand zu chillen beziehungsweise auch im Meer zu baden und sogar auch, kommt ja mal vor, ja, ihr habt das gesehen in den ein oder anderen Videos, dass ich am Strand bin, Videos mache, weil ich vorher auch trainiert habe. Wenn ich laufen war zum Beispiel, das ist natürlich mega. Das kann man aber im Sommer, im Hochsommer, tagsüber zumindest, nicht wirklich machen. Ich würde es aber trotzdem vermissen. Und es geht nur darum, dass man die Freiheit hat, eventuell
jetzt spontan an einem Sonntag einfach zum Strand zu fahren. Wenn ich in Hamburg bin oder sonst irgendwo in Deutschland, gibt es keinen Strand, gibt es kein Meer, keine Palmen. Ja? Natürlich gibt es die Ostsee oder die Nordsee, aber ganz ehrlich, das ist ja kein Vergleich zu einem Mittelmeer. Ja? Und dementsprechend, das würde ich definitiv vermissen, diese Freiheit. Was würde ich noch vermissen? Ganz klar, den ein oder anderen Menschen hier, den ein oder anderen Nachbarn hier, ganz klar. Wir haben eine relativ coole, gechillte Community. Bei uns in der Site auch sind einigermaßen viele Deutsch-Türken da. Dementsprechend kann man sich mit diesen Menschen Deutsch unterhalten, was richtig cool ist. Da würde ich auf jeden Fall den einen oder anderen vermissen. Aber es geht natürlich auch immer weiter. Und man sollte niemals auch sein Glück nur von Menschen oder eben von Freunden abhängig machen. Ja, das sieht man natürlich immer bei Kindern. Die legen extrem viel Wert auf die Freunde. Aber rückblickend auf mich kann ich sagen, ich bin froh, dass es genauso passiert ist, wie es passiert ist und ich immer mein eigenes Ding durchgezogen habe und sogar Menschen positiv im Nachhinein sogar beeinflussen konnte. Dazu übrigens fällt mir spontan ein, werde ich noch ein extra Video machen von Feedback von Menschen, die mir, obwohl ich gar keinen Kontakt großartig zu denen hatte, privat sowieso nicht, nur über soziale Medien, und mir Feedback geben, was ich für einen Einfluss auf sie, auf ihr Leben hatte. Und das ist schon wirklich beeindruckend und das ist richtig cool, auf jeden Fall. Das ist mega. Also, die Punkte Menschen, hier würde ich schon den einen oder anderen vermissen. Und allgemein natürlich ganz klar als wichtigen Punkt, die lockere Art und Weise der Menschen. Auch im Straßenverkehr. Natürlich gibt es hier sehr viele Unfälle. Natürlich gibt es hier auch oft Chaos an den Straßen. Aber es ist trotzdem relativ locker, das Ganze. Du kannst dich jetzt einfach hier irgendwo hinstellen, dort, wo du natürlich jetzt nicht unbedingt den Verkehr behinderst, aber du kannst dort chillen, du kannst dort parken und deinen Döner oder sonst irgendwas, deinen Einkauf erledigen, rausholen und dann dementsprechend einfach, da hupt auch keiner. Ja? Oder wenn du halt, kann ja mal vorkommen, wenn du mal über eine rote Ampel aus Versehen fährst, das kann hier mal vorkommen, ja. Da wird dann schon mal auch ein Auge zugedrückt. Also das ist jetzt nichts Wildes. Ja? Was würde ich noch vermissen? Lockere Art der Menschen haben wir. Und aber auch ganz klar, wichtiger Punkt, es geht auch natürlich oft um die Finanzen. Und da sind natürlich Preise hier in der Türkei schon echt nicht unschlagbar, aber schon sehr gut. Das bedeutet, günstige Preise, gerade im Lebensmittelbereich, für mich persönlich auf jeden Fall finde ich es günstig. Wir essen kein Fleisch, wir essen nicht so viel Käse und dementsprechend sind das Produkte, die hier in der Türkei schon zu den teureren Lebensmitteln gelten, die wir persönlich aber nicht so essen. Und dementsprechend alles andere an Obst, Gemüse, diese frische Ware einfach, wirklich frisch gepflückt. Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, dann kann ich hier einfach theoretisch gesehen an dem einen oder anderen Orangenbaum, wenn er von einem Grundstück rüberhängt natürlich, oder eine Avocado, die da hängt, oder ein Granatapfel, Feigen. Also es ist wirklich krass, Maracujas teilweise, kann ich da einfach pflücken. Ich wasche die einmal da und dann kann ich die frisch gepflückt sozusagen essen oder halt auch einen Saft daraus machen und trinken. Also wirklich, es ist alles möglich. Das würde ich auf jeden Fall auch vermissen. Allgemein die Türkei mit ihrer Landschaft, wirklich ein super schönes Land, auch gerade in Alanya. Ich gehe jetzt noch mal dahin zum Start, damit ich euch die Wolke zeigen kann. Das würde ich auf jeden Fall vermissen, die Landschaft, die Berge. Also es ist wirklich wirklich sehr, sehr schön hier in der Türkei, ganz klar. Aber es gibt auch Punkte, die ich gar nicht vermissen würde. Das ist aber ein anderes Video dann wert vielleicht. Aber ich denke, das ist schon wirklich sind wichtige Punkte, ja, die ich vermissen würde in der Türkei, wenn ich woanders wäre. Du kannst gerne mal reinschreiben, was deine Meinung dazu ist, was du vermissen würdest. Oder vielleicht habe ich ja was ganz Wichtiges jetzt spontan vergessen. Für die Kinder natürlich ganz klar auch Aktivitätsmöglichkeiten. Gerade natürlich im Nicht-Hochsommer kann man draußen natürlich auch viel machen, weil das Wetter halt relativ gut ist, ganz klar. Aber der große Nachteil im Sommer, dass natürlich diese extreme Hitze dich wirklich zwingt, freiwillig zu Hause zu bleiben. Ich sage immer, freiwillig im Lockdown zu sein, weil das macht dich halt fertig. Ja? Natürlich, wir haben einen Pool vor der Haustür. Wer hat das in Deutschland schon? Also das sind alles Punkte, die
die ich vermissen würde, auch wenn ich nicht jeden Tag am Pool bei uns bin. Aber diese Möglichkeit im Sommer zumindest zu haben, also das ist schon ganz cool. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass dem Video einen Daumen nach oben da. Teile gerne dieses Video oder am besten diesen Kanal. Und wenn du es noch nicht getan hast, ein kostenloses Abo kannst du da lassen, mit zusätzlich Glocke aktivieren. Ja, und dann freue ich mich schon auf das nächste Video. Und ich drehe jetzt nochmal die Kamera, damit du dir das nochmal anschauen kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder Tag, egal wo und wann du bist. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.